Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Und heute wollen wir mal gucken, wie wir mit supraleitenden Spulen Energie speichern können. Wie immer, das ganze Thema ist ausführlicher behandelt in dem Lehrbuch Energiespeicher, Bedarf, Technologien, Integration, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Sterner von der OTH Regensburg geschrieben hatte. Die Präsentation, die wir hier sehen, wurde gemeinsam mit Studierenden der TH Köln präpariert mit Christopher Antoni und Johannes Bienig. Zum Inhalt, wir werden uns erst Spulen angucken, da die Grundlagen, dann die Grundlagen und die Geschichte zu den Supraleitern und dann eben beides zusammen, nämlich supraleitende Spulen, uns da ein paar Praxisbeispiele ansehen. Erstmal Spulen. Spulen speichern magnetische Feldenergie eben in ihrem Spulenaufbau. Die elektrische magnetische Energie, die da gespeichert wird, ist ein halb mal die Induktivität L mal dem Strom I zum Quadrat. Wenn wir das Ganze in einen Wechselstromkreis anwenden, begrenzt die Selbstinduktion die Stromaufnahme, weil sie immer entgegen des Lade- bzw. Entladevorgangs gepolt ist. Das heißt, wenn wir jetzt Spulen als Energiespeicher betreiben wollen, dann machen wir das immer mit einem Gleichstrom, der dann im Idealfall ohne Widerstand endlos in dieser Spule im Kreis fließen könnte. Gucken wir uns die Grundlagen an. Das heißt, wenn wir die Spule erstmal laden wollen, das heißt, wir schließen den Schalter S1 und laden die Spule über den Widerstand R, dann sehen wir, haben wir erstmal eine hohe Spannung, die sich als Gegenspannung aufbaut, die dann gegen Ende, wenn die Spule geladen ist, auf 0 abfällt. Entsprechend anders steigt der Strom von 0 bis auf den Maximalwert an, dann, wenn die Spule quasi komplett geladen ist. Wenn wir zum späteren Zeitpunkt dann die Spule wieder entladen wollen, haben wir beides zum Beginn der Entladung den hohen Strom, aufgrund der Stromänderung dann aber auch die hohe Spannung und das nimmt dann, bis die Spule komplett entladen ist, dann bis auf 0 beides wieder ab. Wir sehen jetzt erstmal einen Supraleiter, die Geschichte der Supraleitung in einem kleinen Film. Willkommen zur Geschichte der Supraleiter. Dieses Video ist im Rahmen des Studiums an der TH Köln entstanden und ist Teil einer Präsentation zum Thema Supraleiter. Mein Name ist Johannes und wenn ihr dieses Video auf Deutsch guckt, werden wir diese Zeitreise zusammen machen. Beginnen werden wir die Reise im Jahr 1911. Hier hat der niederländische Tiefentemperaturphysiker Heike Kamerlingh-Onnes, der bereits 1908 das flüssige Helium entdeckt hat, bei einem Experiment mit Quecksilber herausgefunden, dass er ab einer Temperatur von 4,2 Kelvin, also etwa minus 269 Grad Celsius, keinen elektrischen Widerstand mehr messen kann. Weil er so begeistert von seiner Entdeckung war, hat er diesen Zustand Supraleitung genannt und damit den Grundstein einer neuen Technologie gelegt. Der nächste Halt in der Zeitreise ist das Jahr 1933. Hier haben die deutschen Physiker Walter Meissner und Robert Ochsenfeld den nach ihnen benannten Meissner-Ochsenfeld-Effekt entdeckt. Was ist dieser Effekt? Der Effekt zeigt, dass ein magnetisches Feld vollständig aus einem Supraleiter verdrängt wird, wenn er in einem supraleitenden Zustand ist. Wie cool das aussieht, ist auf dem Bild mit dem schwebenden Würfel zu sehen. Im Jahr 1935 wurde dann der erste theoretische Meilenstein gefeiert. Bisher waren alle Erkenntnisse in der Thematik Supraleitung praktischer Natur und niemand konnte etwas physikalisch erklären, bis die Brüder Fritz und Heinz Lonten die Lonten-Gleichung aufgestellt haben. Durch Kombination der ersten Maxwell'schen und der zweiten Lonten-Gleichung haben sie es möglich gemacht, eine Aussage über die Eindringtiefe von Magnetfeldern in den Supraleiter während des supraleitenden Zustands zu treffen. Damit konnten sie den Meissner-Ochsenfeld-Effekt erklären. Leider erklärte das aber immer noch nicht, warum es den Zustand der Supraleitung überhaupt gibt. Dieses Geheimnis wurde 1957 entschlüsselt. Die drei Physiker John Bardeen, Leon Neil Cooper und John Robert Schrieffer aus den USA haben die BCS-Theorie entwickelt. Die Theorie besagt, dass die von Cooper im Jahr 1956 entdeckten Cooper-Paare
sich widerstandslos durch das Material bewegen können. Das ist so, weil die Atome im Atomgitter kaum noch schwingen, Stichwort absoluter Nullpunkt, und dadurch quantenmechanische Phänomene zum Tragen kommen, die mit der normalen Physik nicht mehr viel zu tun haben. Wie das jedoch genau funktioniert, wird in der Präsentation später genauer erklärt. Nach Entwicklung der BCS-Theorie wurde es ein wenig ruhiger um die Supraleitung, bis 1973. Brian David Josephson, ein britischer Physiker von der Universität Cambridge, entdeckt den Josephson-Effekt, der besonders in der modernen Medizin Beachtung findet. Wenn zwei supraleitende Materialien durch eine wenige Nanometer dünne Isolierschicht getrennt sind, bewegen sich die Cooper-Paare nämlich trotzdem durch den Isolator hindurch. Das bedeutet, die Anordnung kann auch weiterhin als ein Supraleiter mit einem konstanten Magnetfeld betrachtet werden. Wenn man die Anordnung jetzt verdoppelt, erhält man einen sogenannten Squid. Mit Hilfe dieser Squids, das sind supraleitende Quanteninterferenzeinheiten, ist es möglich, kleinste magnetische Feldveränderungen zu ermitteln, wie sie zum Beispiel durch Hirnströme verursacht werden, im Mikro-Tesla-Bereich. Auf dem Bild kann man sehen, wie so ein Apparat zum Messen von Hirnströmen aussieht. Kommen wir zum Jahr 1986, der vorletzte Halt auf unserer Zeitreise. Der Deutsche Johannes Georg Bednorz und der Schweizer Karl Alexander Müller entdecken den ersten keramischen Hochtemperatursupraleiter auf Kupferoxidbasis. Wenn man jetzt Hochtemperatursupraleiter hört, könnte man ja erstmal denken, prima, Sonne, Wärme, Urlaub. Ganz so hoch ist die Temperatur aber nicht. Der entdeckte Supraleiter hat eine Sprungtemperatur von 35 Kelvin, was etwa minus 238 Grad Celsius entspricht. In der Supraleitung beginnt der Hochtemperaturbereich etwa bei 20 Kelvin und erreicht heute als wärmster Wert 138 Kelvin, etwa minus 135 Grad Celsius, was nur marginal wärmer als die Temperatur nachts auf dem Mond ist. Das letzte große Ereignis in der Geschichte der Supraleiter ist 2008 eingetreten. In Japan, genauer in der Universität von Tokio, wurde der erste ferromagnetische Supraleiter entwickelt mit einer Sprungtemperatur von 56 Kelvin. Das ist ja erstmal nichts Besonderes, was die Sprungtemperatur angeht. Jedoch ist das Besondere, dass der Supraleiter als Basismaterial aus Eisen besteht. Bei herkömmlichen Supraleitern müssen sich die Elektronen antiparallel ausrichten, um zu einem Cooper-Paar zu werden. Bei Eisen richten sich die Elektronen aber parallel aus und werden zu Cooper-Paaren. Die Entdeckung der eisenhaltigen Supraleiter ist somit zwar eine bahnbrechende Neuerung, aber sie wirft gleichzeitig auch wieder viele Fragen auf, da bisher niemand erklären kann, warum die Elektronen sich so verhalten. Mit der Entdeckung der ferromagnetischen Supraleiter ist unsere Reise in der Geschichte der Supraleiter auch abgeschlossen. Ich hoffe, die Reise war interessant für euch und ihr könnt etwas für die Zukunft oder wenigstens für die Prüfung mitnehmen. Die Entwicklung der Supraleiter befindet sich noch in den Kinderschuhen. Es ist jedoch abzusehen, dass das wichtigste Forschungsgebiet in Zukunft das Entdecken von Materialien ist, die eine höhere Sprungtemperatur haben. Im Optimalfall vielleicht sogar bei Zimmertemperatur. Das heißt, Spulen, da geht es erstmal um die Temperaturabhängigkeit eines Leiters. Und der Widerstand ist eben der spezifische Widerstand multipliziert mit der Länge des Leiters, dividiert durch die Querschnittsfläche des Leiters. Und oftmals nehmen wir an, dass der spezifische Widerstand eine Konstante ist. Das ist es eigentlich nicht, sondern wir nehmen meist den Wert bei Raumtemperatur bei 20 Grad Celsius an. Und da hat dann beispielsweise Kupfer einen entsprechenden spezifischen Widerstand von 0,0175 Ohm mal Quadratmillimeter dividiert durch Meter. Quecksilber ist auch noch unter 1 bei dem Wert. Und anders beispielsweise Isolatoren. Porzellan hat einen sehr hohen spezifischen Widerstand von 10 hoch 18 Ohm mal Quadratmillimeter dividiert durch Meter. Die erste Supraleiter, der entdeckt wurde, war 1911 Quecksilber und ab nur noch 4,2 Kelvin hat man gesehen, dass da schlagartig der Widerstand wegfällt. Das heißt, es gibt dort keine Verluste mehr. Da hat man keinen messbaren ohmschen Widerstand mehr. Und der Punkt, an dem die Supraleitung einsetzt, die nennt man dann auch Sprungtemperatur oder TC wird diese genannt. Aber wieso ist es jetzt so? Wieso verliert dann ein Material plötzlich seinen Widerstand? Und das führt uns zur sogenannten BCS-Theorie.
Wir nehmen mal an, Ausgangspunkt sei 0 Kelvin, da haben wir keinerlei Gitterschwingungen mehr im Atomgitter. Und ein Elektron bewirkt jetzt, dass die positiv geladenen Ionen des Metallgitters sich diesem Elektron nähern. Dadurch wird die positive Ladung an dem Punkt erhöht, zu dem sich die Ionen hinbewegen. Und der erhöhte positive Bereich führt dann dazu, dass ein weiteres Elektron angezogen wird. Und die beiden Elektronen, die bilden jetzt, nach dem Entdecker genannt, ein sogenanntes Cooper-Paar. Und die Bildung von Cooper-Paaren, die konnte bisher nur für Supraleiter der sogenannten ersten Generation erklärt werden, da ab ca. 40 Kelvin die Gitterschwingungen eigentlich zu groß sind, damit das alles noch funktionieren könnte. Und dennoch wissen wir heute, es gibt auch Hochtemperatur-Supraleiter, bei denen solche Cooper-Paare auch schon nachgewiesen wurden. Und auch das mit dieser BCS-Theorie gucken wir uns jetzt nochmal in einer ganz kleinen Animation an, die wir hier sehen. Kommen wir zum Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Also wenn die Temperatur größer der Sprungtemperatur ist, das heißt, der Supraleiter hat zum Beispiel Raumtemperatur, dann wird das Material quasi vollständig durch die Feldlinien durchdrungen. Und wenn wir jetzt das Material abkühlen und unter die Sprungtemperatur Tc kommen, wird auf einmal das Magnetfeld vollständig verdrängt und geht um das Material drum herum. Und das ist nach seinem Erfinder oder seinen Erfindern der sogenannte Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Die vollständige Verdrängung des Magnetfelds ist bei Supraleitern der ersten Generation zu beobachten. Und die erste Generation, das waren Metalle, reine metallische Elemente, wie beispielsweise Quecksilber, Blei oder Niob. Und die Magnetisierung durch die Feldstärke nimmt so lange zu, bis eben dieses Hc erreicht wird, also ein Sprungmagnetfeld. Und wenn die überschritten wird, dann wird der Supraleiter wieder normal leitend. Und auch hier haben wir noch mal ein kleines Animationsfilmchen dazu. Jetzt ist nicht nur die Temperatur das Entscheidende, wann ein Material diesen superleitenden Zustand verliert, also Tc ist das eine, aber eben auch diese kritische Feldstärke Hc, die wiederum abhängig von der Temperatur ist, wie wir in dem Schaubild auf der rechten Seite sehen. Und dann haben wir auch noch eine kritische Stromdichte als dritten Faktor, der ebenfalls einen Einfluss hat, ob ein Material sich eben jetzt im superleitenden Zustand befindet oder gerade nicht. Hier sehen wir vom KIT mal ein Bild über viele Materialien, die wir heute kennen, die supraleitend sind. Und mittlerweile gibt es eben Materialien, die haben die Sprungtemperatur bei 138 Kelvin oder minus 135 Grad Celsius. Und das ist beispielsweise ein Supraleiter mit einem unglaublich langen Namen, Quecksilber, Thallium, Barium, Calcium, Kupferoxid. Das wäre wahrscheinlich ein gutes Wort für dieses Kinderspiel Galgenmännchen. Und das sind diese Supraleiter, die man auch Supraleiter der zweiten Generation nennt. Und was unterscheidet die jetzt? Erstmal natürlich die Temperatur ist höher als diejenigen der ersten Generation. Und die bestehen aus Legierungen. Das heißt, irgendwelche Materialien werden zum Beispiel mit Niob legiert oder sie bestehen aus Keramiken. Und wie bei der ersten Generation wird das Magnetfeld bis zu Hc1 komplett verdrängt. Und wenn die Feldstärke jetzt aber weiter ansteigt, fällt dieser supraleitende Zustand langsam ab und es bilden sich sogenannte Flussschläuche, die wir jetzt hier sehen können. Und bei Hc2 geht dann dieser supraleitende Effekt wieder verloren. Supraleiter in der Praxis. Kurz nennt man sie auch SMES, supraleitende magnetische Energiespeicher. Zumindest in Demonstrationsprojekten werden sie beispielsweise für ganz kurzzeitige Leistungsabgabe
zur Netzstabilisierung eingesetzt und haben da einen Wirkungsgradwert angegeben mit um die 95%. Hauptsächlich deswegen, weil man halt permanent Kühlenergie zuführen muss. Sonst hätten wir eben nicht diesen superleitenden Effekt. Und dann brauchen wir auch einen Spulenschutz. Nämlich sollte irgendwie diese Temperatur, diese kühle Temperatur nicht mehr vorhanden sein und diese Spule wird schlagartig eben nicht mehr widerstandslos, dann braucht man einen Schutz, dass es hier eben nicht zu größeren Unfällen kommt. Und Verluste haben wir eben zum einen bei Wechselrichtern, weil wir eben mit Gleichstrom arbeiten müssen in den Zuleitungen, dann durch den sogenannten Quench, durch den Schutz vor diesem leitend oder nicht mehr supraleitend werdenden Zustand durch die Magnetisierung. Und die größten Verluste verursachen einfach die Kühlung. Von daher werden wir nie eine komplett verlustlose Leitung haben, weil die Umgebungstemperatur eben immer höher ist als diese supraleitende Sprungtemperatur. Und das ist momentan sicherlich der größte Verlust. Und deswegen versucht man hauptsächlich immer weitere Materialkombinationen zu finden, die bei noch höheren Temperaturen supraleitend werden. Und das ist auch ein Kostenpunkt. Das heißt, brauchen wir flüssiges Helium zum Kühlen, dann ist eben dieses Helium schon sehr teuer. Und würden wir auf die Sprungtemperatur kommen, wo wir flüssigen Stickstoff verwenden können, sehen wir, dass die Kosten dann nur noch ein Bruchteil davon wären. Ein Beispiel für Supraleitung ist zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger CERN. Da hat diese Spule einen Umfang von 27 Kilometern, besteht insgesamt über 1200 Spulen à 15 Meter und die halten irgendwelche Protonen auf Kurs, die dann zur Kollision gebracht werden sollen. Und da hat man flüssiges Helium bei einer Temperatur von minus 271 Grad Celsius als Kühlmittel. Die maximale Flussdichte dort im CERN sind 8,36 Tesla mit einer Stromstärke von über 11.000 Ampere. Zum Vergleich würde man das Ganze ohne supraleitende Spulen machen, bräuchte man einen Umfang von 120 Kilometer, das 30-fache der jetzig benötigten Energie. Also da ist es schon ein Vorteil. Und abschließend wie immer die Fragen zur Selbstüberprüfung. Was sind die wichtigsten elektrischen, magnetischen und thermischen Eigenschaften der Supraleiter? Was sind die wichtigsten Annahmen der BCS-Theorie? Was bestimmt die Grenzen der Supraleiter? Was unterscheidet Supraleiter der ersten und zweiten Generation? Wo und warum werden Supraleiter eingesetzt? Und wo und warum sind die größten Verluste zu beobachten? Und mit diesem kurzen Überblick über supraleitende Spulen möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.